Moin Leute, ja, wie ihr schon gesehen habt, ich habe mir einen Tischräucherofen bestellt. Wir haben ja im letzten Video den dicken Aal gefangen, den 70 cm Aal. Den habe ich da vorne liegen und der wird hier schön geräuchert auf dem Tischräucherofen. Den habe ich mir gegönnt von Amazon. Ja, so kochend heiß ist halt eben, wenn die Sonne die ganze Zeit darauf ballert. Ich werde mir jetzt gleich auch eine Sonnenbrille aufsetzen, also nicht, dass ihr euch wundert, weil die Sonne knallt die ganze Zeit so rein. Und ja, ich nehme euch mal mit. Hier haben wir so ein Verstellventil, damit der Rauch noch abziehen kann. Also ich mache das zum ersten Mal, aber ich denke mal, das wird schon. Hier haben wir dann halt die Kammer, wo das Räuchermehl reinkommt. Da kommt dann noch ein Blech drauf, aber das zeige ich euch gleich. Und dann hier drunter die Spiritus-Befüllungsdinger da. Ja, die mache ich jetzt voll. Schneid den Aal noch den Kopf ab. Kann ich euch meinetwegen auch noch zeigen. Und dann geht das los. Ne? Also, bis gleich. Gut. Hier ist der dicke Aal, der Kollege. Den habe ich in einer Salzlauge für 12 Stunden gelegt und dann auch noch mit Gewürzen eingerieben und auch nochmal für 3 Stunden im Kühlschrank. Ich blende euch einmal kurz ein paar Szenen ein, dann könnt ihr euch ein Bild darüber machen. Ja gut, dann zeige ich euch mal, wie ich für den Kollege die Salzlake mache. Ich habe hier einfach 1,5 Liter Wasser. 150 Gramm Salz. So, und dann kommt einfach da rein. Schön umrühren. Den Aal habe ich auch gerade einmal abgewaschen. Ein bisschen von dem Schleim befreit. Und ja, dann kommt der Kollege da rein, ne? Ich hatte den eingefroren, erstmal auftauen lassen, abgewaschen und ja, jetzt in die Salzlake, ne? Schon lieber andersrum rein, so. Ab im Kühlschrank für 12 Stunden. Und das war schon mit der Salzlake. Gut, nachdem der jetzt 12 Stunden aufgeweicht ist, also in der Salzlake, werde ich den jetzt noch mal mit Räucherfix einreiben. Dann kommt er nochmal für 2 Stunden im Kühlschrank. Aber dann kann er sich hier so ein bisschen mit den Gewürzen vollziehen. Ist ja einfach ein Räucherfix. Da lesen wir auch, ne? Und damit schmiere ich den jetzt komplett ein. Gut. Oh, der ist echt ein Riese. Aufspüren. So. Riecht richtig geil.
so sieht das Ganze dann aus. Das ist ja schön mit den Gewürzen bedeckt. Und jetzt kommt der nochmal für 2 Stunden im Kühlschrank, damit die Gewürze schön einziehen können. Ich mache sogar, glaube ich, 3 Stunden. Dann kann er richtig schön durchziehen. Ne? Und dann wird er schön auf dem Räuchertisch kredenzt. Ja, ich bin gespannt. Ich mache das auch zum ersten Mal. Wünscht mir Glück. Ich wollte noch sagen, der Räuchersalz, der muss auf jeden Fall nach den 3 Stunden nochmal abgewaschen werden. Aber nur grob, nur dass die groben Salze weg sind. Und ja, und dann war's das. Gut, dann wisst ihr jetzt da auch Bescheid. Ich baller den jetzt erstmal den Kopf ab. Wichtig ist, dass ihr die Kiemen rausschneidet. Oder halt direkt, wie ich es mache, den ganzen Kopf abschneide. Weil die Kiemen, die sorgen beim Räuchern für einen bitteren Beigeschmack. Und den wollt ihr nicht. Also einfach Kopf ab. Beim großen Räucherofen, habe ich mir sagen lassen, werden die aufgehangen. Und da schneidet man halt dann halt hier die Kiemlappen raus. Aber wie gesagt, ich habe halt nur einen Tischräucherofen und ich habe sowieso das dumpfe Gefühl, dass der da nicht ganz drauf passt und ich den in der Mitte durchschneiden muss. Also kann ich auch den Kopf abschneiden. Wer da nicht zugucken will, einfach kurz einmal weggucken. So, da haben wir den Kopf. Und hier, da das rote, das sind die Kiemlappen. Hier geht zwar ein bisschen Fleisch verloren, ist schade drum, aber wie gesagt, ist mein erster Versuch und ich will das, wenn dann, vernünftig machen. So. Wickeln wir den Kopf mal hier ein. Der kommt gleich im Müll. Und jetzt tupfen wir den Aal, das ist auch sehr wichtig, nochmal komplett trocken. Weil dadurch entsteht halt, umso trockener der Fisch ist, desto brauner wird er halt hinterher. Und das wollen wir ja erreichen, ne? Andere Seite. Ja, der Tisch, der muss gleich auf jeden Fall danach sauber gemacht werden. Ich bin bei einer guten Bekannten auf dem Balkon und ja, weil bei mir eine Wohnung ist es halt nicht möglich, einen Tischräucherofen anzumachen. Also wäre es schon, nur danach würde ich und der Sam halt in eine Räucherkammer schlafen. So, ja, der riecht auch noch richtig nach den Gewürzen. Gut. Dann gehe ich jetzt einmal gucken. Alles klar, ich habe nur einmal kurz geguckt, wo ich den durchschneiden muss. Hier. Schade drum, aber muss sein, anders passt da nicht. Zack. So, jetzt haben wir hier 2 richtig schöne Stücke Aal. Ne? Gut, dann geht's weiter. Gut, dann bereiten wir jetzt den Tischofen vor. Hier habe ich Räuchermehl, das war dabei. Jetzt da eingefüllt. Gut, ihr habt hier so eine Mulde und je nach Fischmenge tut man halt mehr oder weniger rein oder halt auch wie man
halt gerne das Raucharoma hat. Ich habe halt gerne ein stärkeres Raucharoma. Also werde ich da jetzt einen kleinen Haufen hinmachen. Weil der Fisch, der wiegt locker 1,2 Kilo. Okay, jetzt ohne Kopf und ohne Innereien vielleicht nur noch 1 Kilo. Bisschen verteilen. Eine kleine Schippe mache ich noch. So, super. Tun wir jetzt wieder weg. Jetzt kommt die Abtropfplatte drauf. Jetzt hier so, ne? Damit das Fett, was vom Fisch runtertropft, nicht aufs Rauchmehl tropft. Das wollte nämlich nicht. So, das ist jetzt drauf. Jetzt kommt das nochmal aber einmal ab. Oder wir legen erstmal noch den Fisch drauf. Wir machen erstmal hier den oberen Bereich fertig. So, es gibt zwei Etagen. Könnte jetzt auch direkt auf die Etage einen Fisch legen, aber ich möchte das lieber oben drauf machen, damit der schön abtropfen kann. Hier sind so Einhängehaken und da wird das eingehangen. Wie gesagt, niegelnagelneu das Teil. Ich mache zum ersten Mal. Wenn ich irgendwas falsch mache oder so, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Für Tipps bin ich immer offen. So, dann kommt er jetzt hier rein. Ja, perfekt. So ist perfekt. Der Fisch darf sich nicht berühren, das ist auch sehr wichtig. Ich glaube, den lege ich lieber so hin. Ah, obwohl, der bleibt einfach so liegen. Und gut ist, dann wird das schon schief gehen, ne? Ja, Deckel drauf. Zumachen. In den ersten 15 Minuten wird die Öffnung noch aufgemacht, damit noch genug Restfeuchte von Fisch raus kann. Und nach 15 Minuten schließe ich die, aber da hole ich euch dann auf jeden Fall auch dazu. Dann gucken wir uns schon mal einmal an, wie der Fisch aussieht. Aber jetzt befüllen wir erstmal die Spiritusbrenner. So, da habe ich hier den guten Trangia, die Aufbewahrungsflasche, die ich eigentlich für meinen Essbitkocher habe. Dann kann man hier perfekt mit einem Drücker befüllen, wie viel Spiritus man haben will. So, ich hoffe, ihr seht das. Da ist so ein Gitter drin mit so einer Wolle. Und das Gitter muss ganz leicht bedeckt sein, quasi. Also ein bisschen drüber, so ein ganz kleines bisschen. Die Löcher lassen wir erstmal offen, weil es ist total windstill. Also kann da viel Power rein. Wenn es nämlich windiger ist, dann werden die geschlossen. Einfach nur sicherheitshalber. Aber es ist total windstill. Zack, zack. Ja, super. Dann haben wir das. Viele machen das mit einem Feuerzeug an, Spiritus. Aber ich kann mir das immer nicht nehmen lassen, damit mein Feuerstahl zu machen. Der ist an.
Der ist auch an. Ja. Super. Ja gut, jetzt kommt der Fisch drauf. Und dann heißt es 50 Minuten bis eine Stunde warten. So, wie gesagt, hier offen lassen. Und ja. Dann heißt es jetzt warten, ne? Hier, das wollte ich euch auch noch zeigen. Das sind diese Löschkappen. Also falls es nachher noch brennen sollte, was ich nicht glaube. Ich glaube, das Spiritus wird komplett verbrannt sein. Könnte man das damit löschen? Ja, ich hole euch dann dazu, wenn ich hier Rauch rauskommen sehe. Also so nach ca. 15 Minuten. Und dann wird halt geschlossen. Also, bis gleich und wünsche mir Glück. So, alles klar. Die 15 Minuten sind um. Ich mache den Regler zu. Dann gucken wir mal einmal rein, ne? Oh, ist zu heiß, muss ich runterschrauben. Aber das sieht schon nicht schlecht aus. Eigentlich sollte die Haut nicht abplatzen, aber wie gesagt, das ist ja der First Try und von daher mache ich mir da gar keine Sorgen. Ich mache jetzt einmal ein bisschen kleiner. Dann sind alle zu, ja. Dann kriegt er weniger Hitze. Gut. Ah, mies gelaufen mit der Haut, ärgert mich. Aber der Geschmack wird's ja verraten, ne? Ja gut. Dreiviertelstunde ist jetzt um. Gucken wir mal. Lassen. Wie gesagt, das hier hinten hätte nicht passieren dürfen. Da war dann wohl einfach der Brenner zu heiß. Aber wenn sich die Haut von dem Fisch ablösen lässt, und das tut sie, ja, dann ist er fertig. Er sieht auch so, das Fleisch schön weiß geworden. So an sich, das Fleisch sieht top aus. Ist auch mega. Ja. Ja, den lassen wir jetzt abkühlen und dann verkoste ich den, ne? Ja, das mit der Haut ist ärgerlich, aber das war der erste Versuch. Beim nächsten Mal wird es besser. Aber das Fleisch ist ja trotzdem genießbar. Ja gut, dann lasse ich den jetzt abkühlen und dann sehen wir uns bei der Verkostung wieder. Wollen wir mal kosten, ne? Ich nehme jetzt hier ein hinteres Stück von hier. Das Schwanzende. So, dann nehme ich hier die Haut wieder rüberklappen. Und dann habe ich hier zwei schöne Stücke. Weil einige Leute wollen probieren. Und ja. Ich teste jetzt erstmal. Schön die Haut weg.
Essen tut's einfach nur lecker. Ja. Raucharoma ist echt gut geworden. Definitiv. Schmeckt wie auf dem Weihnachtsmarkt. Also bis auf, dass die Haut geplatzt ist, scheine ich alles richtig gemacht zu haben. Ja, köstlich. Wieder schön fettig, wie ein Aal sein muss. Jetzt ein Stück Schwarzbrot wäre noch gut, aber habe ich vergessen. Ist echt lecker. Ich glaube, nächstes Mal spare ich mir einfach das Einlaugen und gewürze den einfach direkt. Mal testen. Stückchen Haut. Ja, echt lecker. Ja gut, dann lasse ich mir jetzt noch schmecken. Die anderen beiden Stücke packe ich mir ein. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da, würde ich mich echt drüber freuen. Und ja, dann sehen wir uns entweder wieder im Wald, am Wasser oder wo auch immer. Haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao.